Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Nintendo Switch, speziell um ein Problem, meine Nintendo Switch. Und zwar, ich blende es euch mal ein, hatte ich ein Problem mit dem Display. Am Display hatte ich ringsum einen weißen Rand, ja, weiße Schlieren, beziehungsweise die Pixel waren weiß oder zumindest sehr, sehr hell und konnten keine dunklen Farben mehr abbilden. Generell, das Problem hatte ich schon, seitdem ich die Switch hatte. Allerdings noch sehr leicht. Wenn ich also im Menü hatte, ich verwende das Dark Mode, wie man hier auf dem, jetzt hier gerade sehen kann, das Dark Theme oder wie das heißt. Und da war immer so ein weißer Schleier ringsum, so wie, also wie am Rand quasi, helle Pixel, aber nicht weiß, aber nur halt helle. Und ich dachte, das gehört zum Menü dazu. Ich habe die Switch jetzt ein Jahr und ist es so gewesen, seitdem ich sie hatte. Und ich habe in letzter Zeit etwas mehr gespielt, speziell zur Weihnachtszeit. Und da auf einmal ist dieser weiße Rand immer dominanter geworden und auch beim Spielen ist dieser Rand deutlich sichtbar gewesen. Beim Einstecken in die Konsole war der Rand nicht zu sehen. Was habe ich gemacht? Falls ihr das Problem habt, könnt ihr es genauso machen. Es wird höchstwahrscheinlich funktionieren. Ich habe mich telefonisch bei Nintendo gemeldet, also ich habe online die Support-Telefonnummer rausgesucht für Nintendo Deutschland. Habe dann auch direkt nach ungefähr 5 Minuten jemanden am Telefon gehabt. Und ich habe ihr mein Problem geschildert. Die war sehr freundlich, hat gutes Deutsch gesprochen, war wahrscheinlich auch Deutsche. Ist ja bei Kundenhotlines inzwischen nicht mehr selbstverständlich. Sie hat mir dann gesagt, also wenn sie keine äußere Beschädigung hat, ist es höchstwahrscheinlich ein Garantiefall. Ich muss sie aber einschicken. Was ich dann gemacht habe ist, ich habe dann auf eine Seite, die sie mir durchgegeben hat, eine spezielle Repair-Seite von Nintendo, mich angemeldet. Ich habe dann noch Fotos gemacht von dem Problem gleich. Und man muss auch eventuell gucken, ob man seine Speicherstände sichert. Ich in dem Fall habe die Nintendo Online-Mitgliedschaft wieder erworben und habe dann meine Speicherstände online gesichert. Ohne diese Mitgliedschaft kann man seine Speicherstände nicht sichern. Die Frau am Telefon hat mir aber gesagt, dass die kompletten Speicherdaten, also die Konsole an sich wird im Regelfall repariert und zurückgeschickt und die Speicherdaten sind nicht angetastet. Wenn die Konsole aber getauscht werden muss, würde Nintendo die kompletten persönlichen Daten auf die neue Konsole aufspielen und mir dann die Konsole wieder so zurückschicken, wie ich sie abgeschickt habe, nur halt eben repariert. Wichtig ist hierbei noch, persönliche Daten wie Zahlungsinformationen vielleicht zu löschen. Das empfiehlt Nintendo auch nochmal. Das ist dann alles in der Mail, die man bekommt, beschrieben. Ich habe sie dann eingesendet an einem Samstag, habe dann am Dienstag erfahren, dass die Konsole repariert wurde und dass sie zurückgeschickt wurde mit einer Sendungsnummer. Und dann habe ich sie wieder zurückbekommen und ja, ich weiß nicht, ob die Kamera jetzt herhält mit der Gesichtserkennung. Das Display ist besser als je zuvor. Scheinbar war schon ab Kaufdatum das Display irgendwie leicht defekt. Und ich habe noch einen kleinen Beleg dazu bekommen, dass das LCD-Panel getauscht wurde. Reparaturkosten sind keine entstanden. Und die Versandkosten hat Nintendo direkt komplett übertragen. Zum Einsenden habe ich auch von Nintendo direkt einen Zettel bekommen, den ich auf das Paket draufkleben kann. Damit ich keine Versandkosten zahlen muss. Also Fazit, wenn ihr ein Problem mit eurem Display habt bei eurer Nintendo Switch, so wie ich es hatte, dann wendet euch an Nintendo, ruft an, erklärt ihnen das Problem und sollte keinen äußeren Schaden an der Konsole sein, wie bei mir. Meine sieht ringsum in Ordnung aus, nichts Außergewöhnliches, außer ein paar Gebrauchsspuren, dann wird das auch wahrscheinlich repariert werden. Zu den Kosten, meine Konsole ist ein Jahr alt. Bei Nintendo-Konsolen in Deutschland hat man 24 Monate Garantie und dementsprechend solltet ihr noch in der Garantiezeit sein. Nutzt das Angebot von Nintendo. Wie gesagt, ich habe sie dann am Freitag zurückbekommen. Also ich habe 6 Tage hat es gedauert. Also ziemlich schnell, finde ich, da die Konsole ja repariert wurde. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen und einfach anrufen, wenn ihr ein Problem habt. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.